Fuck! Boah, ey, wie es mich einfach tötet! Es ist unglaublich! Oh. Ich dachte schon, der eine Treffer, als er so wirklich so ein bisschen gemacht hat, habe ich schon gedacht, geil! Das war mal ein schöner Treffer und der Kopf explodiert gleich. Aber ich scheine auch nicht mehr durch die Tür zu kommen, ne? Wenn ich zurück will. Und nochmal, weil es so schön war. Da brauche ich nicht kaputt machen. Aber hier gibt es Shotgun-Munition. Ist immer noch besser als bei Medal of Honor. Da müsst ihr auch mal so sehen. Da muss ich immer das ganze Level neu spielen. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich damals gar keine Memory Card hatte. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich nehme euch mal kurz mit. Weil vielleicht gibt es ja noch irgendwo so eine Kiste, die ich zerstören kann. Vielleicht ist ja was Tolles drin für mich. So eine Panzerfaust oder so. Das wäre super. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wahrscheinlich. Okay, hier komme ich noch rein. Das ist gut. Aber okay, da, ab hier komme ich nicht mehr weiter. Warum denn nicht? Mach das scheiß Ding auf. Oder kann ich es kaputt schießen? Das wäre natürlich cool. Das interessiert überhaupt nicht. Gut. Dann halt nicht. So, Marines, was geht ab? Wieder einmal ich am Start. Mit Versuch Nummer 40. Natürlich auch noch speichern, dass ich das Kack-Medipack geholt habe. Na gut, so gewöhnlich wie wenigstens an die Zielsteuerung. Muss man auch mal so sehen. Aber auch nur, weil die Ripley so arschlahm ist, ne? Die ist so kacklahm. Oh! Das nervt. Man muss an dem Alien vorbeirennen. Das glaube ich eigentlich eher weniger. Weil als ich weggelaufen bin von dem Alien da, ist ja, glaube ich, nichts passiert, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Okay, fuck, hinter mir war einer. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Hab ich auch verdrängt, bewusst. Zack! Okay. Aber zugegebenermaßen, ich wollte es auch eigentlich irgendwie schnell machen. Ah. Deswegen habe ich hier unendlich Munition. Ups. So, wollte ich machen. Nun gut. Oder auch nicht. Falsch. Nein, falsch. Jo. Ah, oh, das zieht so viel. Das zieht ja mit einem Schlag, keine Ahnung, direkt ein Viertel der Energie ab. Boah, ey. Ich muss ja doch nicht mit meiner Pistole kaputt machen, oder? Ich glaube, ich laufe gleich einfach mal an den vorbei und hoffe, dass es funktioniert. Da ist noch ein Medipack, das brauchen wir auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, dass ich mit den, wenn ich mit anderen Charakteren hier spiele, bevor ich erstmal ausgehe. Oh mein Gott, dass ich dann meine Waffen verliere, das wäre natürlich echt doof. Ne, hier ist auch nix. Hm. Wir bestehen die erste Aufnahme. Also ich will heute auf jeden Fall das Alien töten, ne? Also. Nee. Der ist ja noch schon irgendwo auch stolz, der bei mir ganz tief im Herzen sitzt. Zugangskarte akzeptiert. Okay. Zugang gewährt. Puh, ich lasse erstmal meine Energie wieder aufladen. Nehmen wir auch noch mit. Oh, sollen wir es doch versuchen, ihn zu töten? Scheiße, ey. Aber Alter, ich hab's nicht gesehen. Ja, du blödes Kackviech. So, guckst du doof, ne? Boah. Hier kommt direkt noch eins. Okay, Leichen bleiben nicht liegen. Guck gerade mal, ich darf durch Säure laufen. Das war bei Alien Trilogie auch noch anders. Zumindest je nach Schwierigkeitsgrad. Nachgeladen habe ich, das ist gut. Ich will auf jeden Fall einen Speicherpunkt haben, bitte. So nett, dass sie mich vor den Kämpfen speichern lassen. Aber nach den Kämpfen finde ich eigentlich viel wichtiger. Das Blöde ist, ich brauche auf jeden Fall einen Bewegungsmelder oder sowas. Irgendwie den Dampf abstellen. Hier ist nichts, ne? Ja, gut. Nehmen wir jetzt mal in die andere Richtung, bevor wir nach unten gehen, weil irgendwie ist mir unten nicht so ganz
Okay, wir müssen nach unten. Nein, okay. Kann sagen, ist mir nicht so ganz koscher. Also der Leiter ist ein bisschen tricky. Man muss aber nach vorne zeigen, um dran zu gehen und dann nach unten. Darf aber kein Stück Boden im Weg sein. Ja, das ist natürlich super. Ich will jetzt hier nicht kämpfen, ne? Das ist ja ein klares Spiel. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Okay, was soll jetzt hier sein? Ach da, guck mal. Druck verringert. Ah, jetzt komme ich auch da wahrscheinlich durch diese Dampfdings da Passage. Oh, dieses Flackerlicht ist grässlich. Typisch Alien. Echt typisch Alien. Was soll das? Wo kommt der her? Oh, fuck. Okay, ich habe mich erwischt. Sehr gut. Ich habe zwar nichts gesehen. Ich hoffe mal, ihr seht das ein bisschen besser. Weil bei mir, wie gesagt, ist jetzt noch die Sonneneinstrahlung ein Faktor. Oh, fuck. Oh mein Gott, wenn die Leute wenigstens Sachen hergeben würden, ne? Dann haben wir wie so eine Motivation, die kaputt zu machen. Munition, Waffen oder sonst irgendwas. Kurz nachladen. Okay. Scheiße, wie war das? Okay, so ist Waffenwechsel, alles klar. Also Sekundärwaffe. Okay, hier kam das Alien. Das heißt, irgendwo hier, ich glaube, hier war die Dampfpassage, da wo ich nicht durch. Nein! Echt Fallschaden? Wir müssen ein halbes Alien. Weißt du, was die machen? Oh, Schrot. Oh, Schrot! Oh, ja, 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 ja. Okay, jetzt. Fuck, wie kann ich die Waffe wechseln? L1, alles klar. Ah, oh, sehr gut, okay. Bisschen Schrot habe ich schon. Da war ja auch am Anfang in der Kantine, war ja. Oder hier, da, wo die da. Was da unter Tisch war. Ich dachte, das wäre der Becher, aber es waren offensichtlich Schrotpatronen. Alter, was ist denn hier so dunkel? Warum? Auf einmal. Nein! Ich raste aus. Kann nicht sein. Ach. Nee. Wo sollten wir nicht jetzt schon unsere ganzen Medipacks verbrauchen? Vor allem wegen so einer Scheiße auch. Müssen wir auf jeden Fall merken, L1 das Waffe wechseln. Das war jetzt auch der einzige Knopf, der jetzt noch keine Verwendung hatte. Aber was muss ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich die Schrotflinte bekommen. Können wir nicht hier einfach mal irgendwo wieder die Lichter anmachen? Das wäre sehr schön. Wo kann ich jetzt wieder zurück? Das wäre natürlich auch geil. Oder einmal mit dem Aufzug düsen. Das funktioniert nicht. Energie ist noch solide auf jeden Fall. Okay, ich habe mich verlaufen. Boah, das kann ja was werden, das Let's Play. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Ich hab da auch mit meiner. Ich kalkuliere ja immer so ein bisschen, wie lange ich immer brauche. Meistens kalkuliere ich zu viel. Nur hier denke ich, das könnte realistisch werden. Okay. Ich glaube 54 Parts oder so, habe ich hier gesagt. Wenn ich mir mal so anschaue, ne? Erste Stunde ist gleich rum. Ich bin immer noch im ersten Level. So, hier gab es zwei Sachen, wo ich nach unten konnte, ne? Einmal das da, wo nichts war. Oder kann ich mit den. Mit der Schrotflinte vielleicht irgendwas freischießen, was ich vorher noch nicht wusste. Boah, man sieht hier wirklich nichts, ne? Das ist tödlich mit den Einstellungen. Nicht kaputt machen, ich dachte, weil der Dampf rauskommt vielleicht. Ich meine, mich irgendwie erinnern zu können, dass man irgendwo mal gekrabbelt ist. Und da war auch irgendwie, glaube ich, so ein Speicherpunkt oder so. Verflucht. Ja gut, dahinter wird nichts sein. Überlegen. Ja, auf die andere Seite nochmal. Also, ich habe keine anderen Möglichkeiten sonst. Ich habe jetzt hier nur die.
Nee. Nicht dein Ernst, oder? Habe ich jetzt einfach diese Tür übersehen, oder was? Boah, bin ich schlecht. Boah, bin ich schlecht. Das tut mir echt leid. Hey, was geht? Aha, der ist in Deckung. Nee, ist er nicht. Das ist hier denn einfach Scheiß. Okay. So, gehen wir doch mal besuchen, oder? Hier, da war die Tür. Fuck. Okay, ich brauche eine Karte, das heißt, da komme ich schon mal nicht weiter. Wir haben ein bisschen Lichtenergie. Handscanner. Okay. Die Marines haben mich hier eingeschlossen. Sie geben mir die Schuld für diese Viecher. Obwohl ich da drin wahrscheinlich sicherer war als draußen, sollte ich dir wohl trotzdem danken. Du kannst die Sicherheitskarte haben, die ich da... Mein Gott. Viel Glück bei der Suche nach einer Rettungskapsel. Mein Gott. Wie schnell die Texte weg waren, ne? Okay, ein Raum mit einer Rettungskapsel. Mit einer Karte. Oh, fuck! So, das habe ich nicht gesehen. Oh, geil. Ich wollte einfach nochmal nachladen. Boah, okay, da hab ich das Spiel ein bisschen gekriegt. Muss ich sagen. Oh, mein Gott. Okay. Zugangskarte akzeptiert. Zugang gewährt. Ey, ich brauche einen Speicherpunkt. Bitte gib mir ein Speicherpunkt-Spiel. Jetzt so langsam ist jetzt aber auch mal gut hier, ne? Ripley ans Maschinendeck. Ist da jemand? Ripley, hier ist Call. Du konntest also entkommen. Bei Nona Ryder übrigens. Hör mal, Call. Auf dem Bildschirm sehe ich, dass eine der Rettungskapseln klemmt. Und ihre Motoren sind überhitzt. Das ganze Raumschiff wird in die Luft fliegen, wenn wir sie nicht aussetzen. Seit wann kümmerst du dich denn um jemand anderen als dich selbst? Oh mein Gott, guck mal, so wie ein Gezicke. Die Zeit wird knapp. Mach was, Call, oder wir sind alle tot. Okay, ich habe verstanden. Ja, Call ist ein androides Lebewesen. Also, ach cool. Wir haben das erste Level geschafft und dürfen jetzt in die Rolle von Call schlüpfen. Das heißt, wenn wir getroffen... Okay, Blut gibt's ja keins, ne? Und gerade sagen, wenn wir getroffen werden, müssten wir weißes Blut haben, weil die Androiden haben weißes Blut. Ja, auf jeden Fall speichern. Oh, ist das schön. Ist das schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ne, sieht man ja nicht. Ich habe ja immer neu geladen. Aber schön ist, dass man hier auch eine Spielzeit sieht. Okay. Oh, guck mal da unten links. Seht ihr, was ich sehe? Okay, wir haben jetzt auch eine andere Farbe. Call ist also grau. Und ich glaube, das ist der Bewegungsmelder da unten. Ja, ihr hört piep, 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 piep. Das kann ich doch kaputt machen, ne? Oder auch nicht. Ich habe extra erstmal nach oben gezielt. Oh, ja, ja, ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay, ein Medipack. Das heißt, ja gut, vielleicht wird es doch missionsübergreifend gemacht, aber charakterbezogen. Ich wollte gerade nämlich sagen, die Items werden nicht mitgenommen. Aber das ist cool, dass man hier in die unterschiedlichen Rollen schlüpft. Ich brauche Licht. Auf jeden Fall brauche ich Licht. Okay. Aber was hat den Marine da oben getötet? Das würde mich mal interessieren. Ich gehe mal erstmal von dem Xenomorph aus. Also Xenomorph, so heißen die Aliens. Zumindest diese ausgewachsenen. Oh, fuck. Ist auch so von den Wesenszügen her. So ein bisschen geht das Richtung Ameisen- oder Bienenstamm, ne? Mit der Königin und so. Die Königin gibt die Befehle, die Drohnen, Sklaven befolgen es. Oh, die Untertanen, kann man besser sagen. Ich habe lieber meine Shotgun bereit. Ich weiß nicht, was mich da unten jetzt erwartet. Wenn ich sie schon bekomme, rechne ich jetzt aber erstmal mit dem Kampf, ne? Der richtet sich immer so ein bisschen aus, die Waffe. Das verwirrt mich ein bisschen. Was? Was geht ab? Ah, cool. Hier kann man durchkrabbeln? Komme ich hier nicht rein, oder was? Nee. Okay. Schade, ich dachte, ich hätte einen Geheimgang entdeckt. Okay, wechseln wir doch mal wieder die Waffe.
Büffel und Schächte sind übrigens die Lieblinge von Aliens, ne? Nimm doch mal lieber die Shotgun raus. Eieiei. Okay. Da habt ihr unten auch den Punkt gesehen, dass sich hier in der Nähe was bewegt. Komm ich hier so ohne weiteres raus? Hä? Wofür ist das dann da? Wofür kann ich hier hin? Oh, zum Glück habe ich volle Energie. So, ich wollte die Lampe einmal haben. Da gibt es aber irgendwo eine Abzweigung, die ich vielleicht nicht gesehen habe. Hier komme ich auch nicht hoch. Okay, da ist erstmal nochmal ein bisschen Licht. Verstehe ich nicht. Okay, man kann nicht springen, man muss einfach nur dann da drüber. Oder auch nicht. Steh auf, Schätzchen. Okay. Kann man jetzt springen oder nicht? Ich habe alle Knöpfe durch. Okay, was zum Teufel muss ich hier tun? Ich behaupte mal, ich komme hier nicht. Oh. Mein Fehler. Entschuldigung. Ich habe die Sache ja, der Licht anmachen ist schon vorteilhaft. Oh, hier ist aber ganz schön anstrengend für die bergauf zu krabbeln. Kann ich aber nachvollziehen, ist wirklich anstrengend. Keine Abzweigung. Fuck, okay. Ich sehe gar nichts. Kurz die Lampe aufladen lassen. Mal kurz. Oh, schön. Was ist das? Laserenergie. Was ist das denn? Aha. Oh, fuck. Hallo? Hahaha, schön in die Seite gezimmert. Ah, die ist aber auch so richtig schön wuchtvoll, die Shotgun, ne? Also, wenn Alien 1 kann, ne? Dann ist das wirklich Shotgun. Das können sie. Hoch aufstehen, genau. Machen wir mal Licht an hier kurz. Oh, Schrotmunition. Hervorragend. Okay, da komme ich nicht rein, das ist gut. Scheint aber auf jeden Fall bisher relativ linear zu sein, ne? Also, ich kann nicht durch viele Türen durch. Sondern meistens wirklich nur durch die richtige. Weil sie erstmal nicht verkehrt ist bei meinem Orientierungssinn. Okay, tote Marines. Tote Marines sind gut. Das erwarte mich maximal ein Alien. Ich glaube, ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen, ne? Kann das sein? Dass ich jetzt wieder in dieser Haupthalle bin, wo ich eine Tür nicht aufbekommen habe. Auf jeden Fall keine Tür. Da ist da auch keine Türe. Ja gut, das geht jetzt einfach nur wieder hoch. Ah, okay. Alles klar. Brasser, nicht runterfallen. Call. Okay. Also kurz anruhig war, ist sowieso Bishop. Ich mochte den richtig. Hoch. War ich hier schon mal? Bestimmt, oder? Wo kann ich noch weiter hoch? Ich glaube, ich gehe jetzt wieder zurück zum Anfang, oder? Was so gewollt ist. Wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich mach's einfach mal. Oh, shit! So. Hallo? Ich hab dir in den Kopf geschossen. Mit einer kompletten Ladung Schrot. Warum erschrecke ich mich bei dem Spiel so? Ich bin überhaupt nicht schreckhaft, ne? Aber ich weiß nicht, was ich dann alles normal machen muss. Ich glaube, das ist das, was mich erschreckt. Oh, shit. Okay, dann ist auf jeden Fall... hat der Strom ein leitendes Objekt gefunden. Ich bin Android, da tut mir doch nichts, oder? Ja, ich habe da schon eine Leiter gesehen.